herzlich willkommen zurück zum Let's Play Metro 2033 in der Metro Redux Edition PlayStation 4. Mein Gott, muss ich mal viel sagen. Und im Übrigen, ich habe beim letzten Mal Scheiße erzählt, das war nicht Folge 3, die jetzt läuft, sondern das letztens war schon Folge 3, das ist Folge 4. Und das kann heiter werden nach der letzten Folge. Das kann sehr, sehr heiter werden. Huch, sehr, sehr heiter werden. Ja, Munition. Munition ist immer gut. So. Scheiße, eine Karawane. Alle sind tot. Den Stil kenne ich. Banditen. Und die Hanse prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen. Die werden uns nicht einfach so durchlassen. Okay, also gibt es anscheinend nicht nur... Alarmsystem. Alt, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dose nicht berühren. Solltest du die Dosen nicht berühren? Ach du Scheiße. Ih, geht weg, die scheiß Fliegen. Ich laufe hier schon wieder so forsch. Uah, nicht, dass hier irgendwo wieder so eine Falle ist oder sowas. Also gibt es nicht nur Mutanten, sondern auch menschliche Gegner. Ih. Was? Ach so, hier den Rucksack. Okay. Mann, diese Fliegen. Ich soll die Dose nicht berühren. Ja, super. Pass auf, wohin du trittst. Jedes Geräusch ist gefährlich. Okay. Jedes Geräusch ist gefährlich. Ah, okay. Dürfen nicht in die Scherben. Das ist natürlich cool. Ein Messer. Ja, mein Messer. Hoppla, eine Drahtschlinge. Ausgezeichnet, um Blinde und Wagemutige zu beseitigen. Du weißt, was du tun musst? Nee, weiß ich nicht. Achso, ich muss springen, ne? Huch. Da hätte ich jetzt ja beinahe mitgerechnet, dass ich das, aha. Können wir jetzt auch Licht ausmachen? Ich werde mal versuchen zu schleichen und nirgendwo hier. Jetzt sehe ich selber gar nichts. Na, super. Okay, ist alle zu. Bringt denn jetzt hier das Feuerzeug? Ja, das Feuerzeug ist natürlich noch besser. Sie haben sich verbarrikadiert. Verdammt, wir müssen näher ran. Kannst du die Patrouille erledigen? Ja, ich versuch's mal, wenn ich jetzt mal... Das kann ja heiter werden. Ich seh's schon. So. Mal so ein bisschen hier mit meinem Feuerzeug spielen, weil ich glaube, die Flamme sieht man nicht so sofort. Ich glaube, Licht... hier steht einer. Wie ist denn nochmal... Achso, Nahkampfangriff ist ja mit einem Stick reindrücken. Ne? Aber wie ist das denn jetzt hier? Wie kann ich den denn... Kann ich den irgendwie greifen? Achso, okay, alles klar. Huch. Da läuft doch einer. Hey, sieht so aus, als ob da... Hört ins Gras! Stirb! Shit, das hat nicht so gut geklappt. Uah. Das hat nicht so toll geklappt, das heißt, ja, super. Ich hab doch so ein tolles Aiming, liebe Leute, das wisst ihr doch. Was, so ein Mischstück? Du kriegst gleich Mischstück, du. Du kriegst gleich so... Was hat denn? Da ist einer, ne? So. Ganz easy going, ganz... Hallo, wieso treffe ich den denn nicht? Hab doch voll drauf geschossen. So, also, jetzt aber. So, und jetzt Munition einsammeln. So. Die werden wahrscheinlich ein bisschen was hier haben. Ja, sehr schön. Und vor allem auch dieses Orange von den Anzeigen finde ich cool, weil... erinnert mich auch ein bisschen an Half-Life. Dieses Orange, ne? Finde ich sehr, sehr cool. Auch die Musik gerade. Super.
So, jetzt haben wir wenigstens auch, kann das sein, dass die Taschenlampe ein bisschen wackelt? Ich weiß es gar nicht. Naja, wie gesagt, ich find's... So, der hat auch ein bisschen Munition. Die haben wir wieder raus... Och ja! Ein bisschen Menschenfleisch. Jam, 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 jam. Da wackelt sogar der... Huch! Aua! Da wackelt sogar das Töpfchen. Und wir müssen dazu sagen, wir spielen ja auch nicht auf den leichtesten Modus, sondern auf den, wo wir weniger Ressourcen haben. Okay, hier könnten wir jetzt wechseln. Oder beziehungsweise aufnehmen. Aber wir haben doch die Flinte, oder? Was ist das? Achso, das ist das MG. Ja, das habe ich ja. Ich werde mal die Flinte nehmen. Uah, ah, ja, ja, ist klar. Ich habe ihn unter den Fuß, Kamerade! So. Scheiße, er war ein klasse Typ. Mein Gott, mein Aiming. Was? Was? Er liegt da einfach mal in den Boden. So. Ja. Noch sind wir zu zweit. Das finde ich gut. Das, finde ich hat was. Die Brücke ist ein übler Ort. Jeder Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung. Ja, warte. Lass mich eben hier mal eben das, den neuen Eintrag lesen. So. Ich habe eine Nachricht bekommen jetzt gerade, mal wieder. Jetzt kommt gleich wieder Blüm. So, Eintrag 1. Bourbon ist definitiv nicht so einfach, wie er zu wirken versucht. Ja, er ist grob und sein Sinn für Humor ist ziemlich derbe. Aber die Dinge, die er von seinen Taten erzählt und vor allem jene Dinge, die er lieber nicht erzählt, zeigen, dass er viel zu schlau für einen normalen Schmuggler ist. Und seine Kenntnis der Situation nicht nur in den umliegenden Stationen, sondern im gesamten Ring ist erschreckend. All diese Gänge und Tunnels... Was? Habe ich mich jetzt erschrocken? Ich habe irgendwas gehört, gerade hinter mir. Aber das war der Gizmo. Meine Katze übrigens. Erschreckend. All diese Gänge und Tunnels, selbst die längst verblassen sind, im... genauesten bekannt. Das Kämpfen liegt ihm im Blut, was bedeutet, dass er schon einige gefährliche Begegnungen hatte. Er ist definitiv viel mehr als ein normaler Schmuggler. Da bin ich mir sicher. Ja. Aber was ist er noch? Vielleicht finden wir es ja raus. Schauen wir mal. So. Ach du Scheiße. Ja, geh mal vor. Geh mal vor, ist eine super Idee. Dann weiß ich, wo ich lang muss. Ja. Das war jetzt mal sowas von überflüssig. Was war das denn? So, pass auf, jetzt, pass auf, guck jetzt. Jetzt müssen wir... Die Brücke ist ein übler Ort, jeder Plan. Müssen wir jetzt hier... Ne, die Mappe haben wir. Wenn wir zusammenarbeiten, ja. Schaffen wir es. Spiel nein. Nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht ich in weiß. Der Stimmung, getötet zu werden. So. Also, probieren wir das Ganze. Was war das denn gerade gewesen? Was war das denn gerade? So, ich würde sagen... Ja. Ich würde sagen, probieren wir das Ganze nochmal aus von vorne. Ja. So. Huch. Um deine Gasmaske aufzusetzen, okay. Gasmaske, schnell! Ja! So, Gasmaske auf. Wir müssen natürlich. Komm schon, ich bin hier, ihr Scheißer! Okay, wir werden mal ganz schnell auf das MG wechseln, weil ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gleich Besuch kriegen werden. Von den... Da kommen sie doch schon. Ja, stirb! Halt! Uah! Au, 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 au.
Stirb! 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 Alter, was ist das? Die sterben nicht! Die sterben nicht! Die sterben nicht! Die sterben nicht! Die Scheißviecher sterben nicht! Die Scheißdinger sterben nicht! Ja, schlag doch nach! Alter, die Scheiß... Die der Hier hast du Messer! Messer! Alter, die sterben nicht! Was sind das denn für Scheißviecher? Das gibt's doch nicht! Ein ganz... Alter, ich hab ein ganzes Magazin verbraten, verblasen. Oh Gott, ich will weg hier. Ich will weg. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwann mal allein hier langlaufe. Oh Gott, das kann doch nichts werden. Was? Wo? Nein. Stirb! Alter, wir sind voller Blut. Puh, das kann ganz schön, ja, in die Hose gehen, wenn wir da nicht aufpassen. Nach den Banditen? Wo denn? Ich sehe da gar keinen. Und jetzt? Ach, da ist eine Taschenlampe. Achso. Vielleicht sollten wir mal die Lampe ausmachen. Soll ich jetzt da rumgehen oder? Hallo? Okay, sie sind jetzt weg. Wir können. Na, schön. Müssen wir da... Huch, wo ist er denn hin? Hä? Was? Wie ist er denn da runtergekommen? Du machst das da unten schon, ne? Ich sehe das schon, ja. Wow! Oh, stirb! Wow, das ist doch... Das gibt's doch nicht! Oh, das gibt's doch nicht! Alter! Ich glaube, die Flinte ist die bessere Wahl als wie dieses dämliche MG. Oder dieses Sturm. Wie die Treppen hochläuft. Als wie dieses dämliche Sturmgewehr. So. Ja, dann gehen wir weiter. Mit einer Kopflampe. Zurück geht's jetzt nicht mehr. Mein Gott, was spannend. Ich werde mal eben auf die Uhr schauen. Okay, da sieht man's. Also, wir haben jetzt bald Hälfte erreicht. Und 5 Minuten gibt uns das Ding noch. Haben wir nochmal zusätzlich, wo wir dann unseren Filter wechseln können. Der uns dann nochmal zusätzliche 5 Minuten gibt für die Gasmaske. Da müssen wir auch drauf aufpassen. Puh. Ein Einsturz. Mist. Und eine Treppe. Wie praktisch. Ja. Sieht mir nach einer Falle aus. Wo siehst du? Scheiß drauf. Wo siehst du denn eine Treppe? Was? Das muss doch mal einer sagen, dass L2 für den linken Schuss ist und R2 für den rechten Schuss der Flinte. Was? Ich hasse Mutanten. Mutanten sind das Schlimmste, was es gibt. Noch schlimmer wie Affen im Zoo. Was? Ach so, hier geht's lang. Warum sagst du denn nichts? Warum rennt er denn einfach? Oh, okay. Was war das jetzt? Wir haben ein Batteriesymbol angezeigt bekommen.
Wie geil ist das denn? Wir müssen für unsere Batterie, die Batterie aufladen. Wie cool. Wo ist er hin? Ich hoffe, hier kommen keine Spinnen, keine Spinnengegner, keine großen. Dann, ich glaube, dann kacke ich mich ein. Dann habe ich Sonnenfleck, habe ich dann gleich in der Hose. Mhm. Gott, ist das leise. Wo ist der hin? Hallo? Lass mich nicht alleine. Hallo? Hallo? Aber ich find's schön. Also ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut. Sechs Minuten haben wir jetzt schon. So, falls ich jetzt, Verdammt! Als wenn Norsalis hinter uns nicht genug wären, stecken wir auf einem beschissenen Friedhof fest. Adjunkt, ich suche die Leichen und versuche uns hier rauszubringen. Ja, ich durchsuche die Leichen und versuche uns hier raus... Was ist das denn? Was? Was? Ich bin doch hier nicht bei Daylight. Hallo? I wanna be daylight in your eyes. I wanna be not only stronger. Jetzt kriegen wir mal... Oh, wir kriegen so viele Muni. Mann, Sonne... Was für eine Abmachung? Braves Gitter. Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür. Haben wir jetzt alles gesammelt? Ich weiß es gar nicht. Ich komme da irgendwie gar nicht hin. Warte auf mich! Warte auf mich! Ja! Was? Jetzt ist der rote Streifen weg, okay. Was? Komm rein! Mein Gott! Was war das denn? Was zum Teufel ist mit mir geschehen? Artyom, hast du diese Lieder gehört? Das wünsche ich keinem Feind. Also jetzt bin ich ein bisschen... Habe ich denn die Maske jetzt... Oh, beweg deinen Arsch. Ich glaube, wir kriegen Kundschaft. Haben wir denn jetzt die Maske noch auf oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Oder? So, jetzt habe ich die Maske runter. Okay. Weil er hat ja die Maske auch nicht auf, ne? Ne, er hat sie da hängen. Okay. Kann ich denn die... Okay, 9 Minuten 35 haben wir jetzt insgesamt. Können wir jetzt die Maske nutzen, das ist schön. Das ist schon mal super. So, die werden wir die Leiche nochmal durchsuchen. 5, ah, okay, wir sind auch voll ausgerüstet mit Medipacks. Ich frage mich, wofür Medipack? Haben wir irgendwo eine Lebensanzeige? Nö. Okay. Achso, falls sich jetzt einige fragen, warum die jetzt alle in der Metro leben, es war ein Atomkrieg gewesen, ja, und das hat die ganze Erdoberfläche zerstört. Und deswegen kann da keiner mehr leben und deswegen sind die alle, ja, in die Metro gewandert, in Russland. Und... Ja, kämpfen dann quasi hier auch nochmal ums Überleben, weil... Hier ist der Markt. Bleibe ruhig. Onkel Bourbon bringt uns schon rein. Onkel Bourbon? Und, genau, dann leben die halt in der Metro und kämpfen da auch ums Überleben, weil an der Erdoberfläche Mutanten zustande gekommen sind durch den Atomkrieg. Leute! Aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben! Genau, mach die Tür auf. Alter, mach die Tür auf.
Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen! Oh oh. Mist, Kerle! Wen habt ihr da mit euch geschleift? Verdammt das alles! Semyon! Mach die Tür auf, du Esel! Wir bergen diese toten Männer! Artyom, halt durch! Das Schicksal ist auf unserer Seite! Und jetzt? Uah! Was? 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 Leute, ich hab keine Mut! Wow, 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 wow! Stirb, stirb! Stirb! Leute, ich hab... Gebt mir Deckung! Stirb! Stirb! So! Alter Falter! Alter, geh weg! Geh weg, geh weg! Ihr seid so hässlich! Geh weg, geh weg, geh weg! Ihr seid so hässlich! Ihr seid so hässlich! Geh weg! Ihr seid hässlich! Ihr seid hässlich wie die Nacht! Ihr seid hässlich wie die Nacht! Geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Medipack! Jetzt muss ich aber Medipack nehmen, okay? Jetzt muss ich Medipack... Alter, ich brauch Medipack! Wow, 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 wow. Okay, jetzt hab ich Schnauze voll. Jetzt hab ich aber echt die Schnauze voll hier. Sag mal, was ist denn los? Tu, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Was soll ich denn? Ach, da drüben. Simon, schau, wer die Nosalis aufgeschreckt hat. Gott verdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalitsch, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus. Bourbon kommt zu Besuch. Ja, Bourbon kommt zu Besuch. Aha. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Absolut. Cool. Also bis jetzt sind wir ja auch nur einmal gestorben. Und das auch nur durch einen Fail durch mich. Oder beziehungsweise, nee, zweimal sind wir, glaube ich, gestorben. Zweimal. Mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Yeah, geil. Cool. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld. Und wollte schnell. Ja, bevor ich jetzt irgendwie auch wieder eine Sperre bekomme, wundert euch nicht, wenn ich manchmal vielleicht bei ein wenig Musik im Hintergrund ein bisschen drüber quatsche, weil sonst kriege ich vielleicht nachher noch Ärger. Deswegen. Die Waffen wegstecken. Wer sind sie? Ins Licht kommen. Langsam, langsam. Ich will verdammt sein. Es ist Bourbon. Hey, Leute. Die beiden sollten wir besser durchsuchen. Und, alter Saufbold, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef, ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst ein Auge auf den da. Du hältst ein Auge auf den da. Okay. Nicht bewegen! Was? Was? Okay, dann werde ich mal... Ich rede mit dir. Ja. Darf ich mal wenigstens hier... Hallo? Ich will den Eintrag lesen. So, Eintrag Nummer 1. Ja, ohne Bourbon wäre ich nie hergekommen. Es ist überall zu Hause... Was? Es ist überall zu Hause und kennt jeden. Er ist überall zu Hause und kennt jeden. Wie ich schon vermutet hatte, gab es zwischen ihm, den öffentlichen Bewohnern, einen alten Disput. Aber wie es scheint, hat Bourbon das geregelt. Was kaum überrascht, da Prospekt Mira zur Hanse gehört, ein eine Handelsunion der Ringstationen, dem reichsten der Staaten in der Metro, okay, gibt's sowas also auch, die Bürger der Hanse, ihr Reichtum wird durch den Handel mit anderen Staaten und freien Stationen gesichert.
stellen Profit verständlicherweise über alles. Achso, stellten Profit verständlicherweise über alles. Ich glaube, Bourbon hat ihr Vertrauen früher schon einmal ausgenutzt und jetzt musste er versprechen, dass er das mit Zinsen wieder gut macht. Das einzige Problem ist, dass er diese Redensart gibt. Schulden hat man besser beim Teufel als bei der Hanse. Ja, es wird nicht leicht für ihn werden, das wieder gut zu machen. Jo, denke ich auch mal. So. Okay, die beiden können durch. Willkommen auf dem Markt. Lass uns gehen. Guck nicht so, du Affe. Möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Du Affe mit der Strumpfhose auf dem Kopf. Einen anderen Tonfall gefälligst. Ja, willkommen auf den Markt. Sind wir jetzt wieder zurück? Nee, wir sind doch jetzt woanders, oder? Wir stecken tief in der Scheiße. Keine Chance, dass ich diese Wagenjungs auszahlen kann. Wir können von Glück sagen, wenn sie uns für den Rest unserer Tage Scheiße schaffen lassen. Genau in der Mitte des Tunnels steht eine ausgebrannte Bahn. Als ich sie vor Jahren sah, saßen darin noch... Nun, zur Hanse können wir nicht. Hier sind ein paar Patronen. Hol uns ein paar Filter, ja? Ich habe eine Idee. Ich werde mal mit einem bestimmten jemand reden. Wir treffen uns in der örtlichen Bar oder ich finde dich schon. Also los mit dir. Du hast ungefähr 5 Minuten. Also los mit dir. Ich habe ungefähr 5 Minuten. So, gehen Sie zur Police. Finden Sie dort einen Ranger namens Miller. Ja, das ist immer noch das Hauptziel. Beschreiben Sie dort die Situation. Markt, gehen Sie zum Waffenhändler und kaufen Sie Filter. Okay, zum Waffenhändler und Filter kaufen. Aber ich würde sagen, das machen wir in einer weiteren Folge Metro 2033. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Es ist toll, es ist richtig geil. Mir gefällt es richtig gut. Also, schaltet dann noch wieder ein. Macht's gut. Ciao.